Hallo Freunde, ich bin Manuel und willkommen zu einer weiteren Folge von Second Life. Ja Freunde, ich habe ja letzte Folge von Second Life, habe ich gesagt, dieses Projekt wird gestoppt. Eigentlich wollte ich diesem Projekt mal aufhören. Ich habe gedacht, ja, alleine gibt es nie so viele Maps, wo eigentlich man alleine zeigen kann. Und ja, wollte ich eigentlich erstmal stoppen, erstmal mit meiner Kollegin, die mit mir hier diesem Projekt geführt hat, reden. Ja, woraufhin ich einen Kommentar bekommen habe unter dem Video, ja, ich sollte diesem Projekt weiterführen. Ist egal, weil es gibt so viel Platz, wo man wirklich noch zeigen kann, du kannst es schaffen. Danke dir, also mein Abonnent, der das geschrieben hat. Ich danke dir, dass du so viel, ja, so fleißig diesem Projekt verfolgt, also von mir. Und ja, ich habe mir dann gedacht, okay, wenn sogar nur einer diesem Projekt guckt, sollte ich mal diesem Projekt weiterführen. Und ja, heute sind wir sozusagen Neuanfang und sind wir bei Galaxy Flight Command. Kommt euch diesen Schiff da nicht bekannt vor? Ja, mir auch. Ich habe diesen Film noch nie angeguckt, beziehungsweise ich glaube paar Mal schon, aber irgendwie ja auch nicht, weil das mich nicht interessiert hat. Den einzigen, den ich da kenne, das ist der Mr. Spock oder Spook oder wie der heißt. Ja, auch egal. Ich weiß nur, dass es davon auch noch Spiel war. Also früher, und das habe ich gespielt, weil ich fand es interessant, so Planetenreisen, Steine sammeln und irgendwelchen Gras, denn die dann die Mannschaft zusammen geraucht hat, glaube ich, nachdem sie das natürlich freundlicherweise untersucht haben. Und haben gesagt, ja, diese Sorte Gras ist die beste, haben die weggeraucht. Und mit den Steinen keinen Plan, was sie dann mit den Steinen gemacht haben. Also. Dann, ja, wir sind jetzt in so einer Art Basis. Und irgendwie erinnert mich immer wieder sowas, also wenn das so Zukunftsmäßiges an sich hat. Irgendwie erinnert sich mich daran, an Final Fantasy, diesen Zed Garden. Ich finde das geil. Also ich finde die zwei Schiffe geil. Leider, ich will mich nicht hinsetzen. Weil das habe ich mal versucht. Also ich habe mich drin gesetzt und das hat meine erste Aufnahme total vergeigt, weil ich kam da nicht mehr raus. So, wir sind schon wieder draußen. Erstmal rumgelaufen, Schiffe entdeckt. Oder? Oder? Gebäude oder ein Schiff? Ich glaube, nur ein Gebäude. Wir laufen mal unten durch, gucken wir unten, dann kommen wir wieder zurück. Und wenn ihr uns die Zeit nicht reicht, wenn ihr wollt, können wir dann nächste Folge weiterhin. Oh. Das erinnert mich aber an Command & Conquer. Alarmstufe Rot. Es gab doch solche Gebäude, wo man die Map dann offen bekommt, ja. Und das, diese Kuppel erinnert mich daran. Command & Conquer. So, alle aufstehen, der Kommandant ist jetzt reingetreten. Mr. Spock, meldet euch bei mir. Naja, auch egal. Was ich geil finde, ist das hier. Naja, wenn das jetzt nicht, wenn euch das nicht an das Zeichen ist von einem Command & Conquer Alliierten. Fast der gleiche. Kann ich reinkommen? Wieso ist da keine andere Information? Verdammt, wenn die Kunden da sind. Alle feuern.
Ihr seid alle gefeuert. Hier so ein paar Computer. Knöpfe. Kann ich da was drücken? Oh. Das ist bestimmt so ein Medikraum. Bestimmt so ein Medikraum. Ich glaube doch bei denen so Roboter, ich glaube, da wird er repariert. Ich weiß nur, dass da eine mit Brille war, also der war blind, glaube ich. Dann ein Roboter und der Spock. Wenn ich die zwei Filme nicht durcheinander bekomme. Ich glaube, da gab es zwei davon. Ja, wie gesagt, ich gucke sowas nicht an. Nur ab und zu mal, wenn ich da reinkomme und Fernseher läuft und ja, der Film läuft gerade, dann habe ich halt. Aha, das läuft schon wieder diese Dreck und dann habe ich ausgeschaltet. Oh, genau, zum zweiten Stock. Ein bisschen mit Geräuschen. Drin. Zweiter Stock. Das ist bestimmt der Kommandantenraum, wo man sich so schön dreht und so, wenn man angreift und wenn man nicht angreift. Welches Gras man heute raucht, von welchen Planeten und so weiter. Das finde ich geil gemacht, also das hier. Ne? Nicht schlecht gemacht worden. Respekt. Spock, wo bleibt mein Kaffee? Von der anderen Seite. Von der anderen Seite nur Wasser. Auch nicht schlecht, aber irgendwie abgeschnitten. Ne? Hier abgeschnitten, dort abgeschnitten. So gut, wir müssen glaube ich ein bisschen zurück. Kann ich hier fliegen? Ja, ich fliege mal. Jetzt lauf ich auch noch. Wow, da fliege ich jetzt hin. Ich bin der Saiyajin. Ich kann jetzt fliegen. Jetzt runter. Ah. Runterfallen, habe ich gesagt. Autsch. Tut das weh. So, jetzt Knopf drücken. Bitte seien Sie vorsichtig. Dieser Knopf ist nur zum Personal. Zum Personal. Bitte drücken Sie nie. Please wait. Please wait. Ich habe keine Zeit zum Wait. So, jetzt. Rauf. Tower. Finde ich voll geil, wenn man. Wie sie das gemacht haben. Schon geil gemacht mit Glas und so weiter. Mal gucken. Ja, noch ein bisschen Zeit haben. So, wieso ist schon wieder keine Mannschaft hier drin? Ich bin hier alleine, ich will mich so verlassen. Ich glaube, die Base wurde verlassen vor Jahren. Entweder verlassen oder die haben sich alle zu Tode geraucht. Ja, hier. Beratungsstelle. So. Und ab nach oben, verdammt. Naja. Ah, finde ich cool. Ich glaube, sowas muss ich mal im Minecraft bauen. Bei mir. Ein Minecraft-Projekt, sowas. Wäre ziemlich cool, ne? So, jetzt aber.
Und dann rauf. Verstehe aber eins nicht, wo sind die der restlichen Gebäude? Ah, ich falle, ich falle. Ich fliege, ich fliege. Da ist auch Schnee, geil. Da will ich jetzt rein. Runter. Zum Glück, da war so weiches Wasser. Das erinnert mich irgendwie an Command & Conquer, diese Sammelgebäude da. Raffinerie oder wie die geheißen hat. Von Tiberien. Raffinerie. Bin nicht stark dran. So, was ist hier? Also hier entspannen sich Leute oder was? Nein, das ist kein cool. Computerraum. Ja, hier mache ich meine Let's Plays. Ah ne, das ist eine Art Disco oder was? Yay, ich bin der DJ. Ab die Post. Tanzt, Jungs, tanzt. Heute gibt's einen freien Tag für euch. DJ Lone Wolf präsentiert. Und der Tanz sogar hier, seht ihr? Der war halt mit dem Bein. Ich höre zwar keine Musik, aber der Tanz, das sieht so bescheuert aus, ey. Und mal gucken, kann ich da auch tanzen? Yeah! Das ist ja noch bescheuerter als Gott. Eine Knarre, dass mich erschießt. Auch zu tanzen. Immer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gab sogar einen Disco bei Mr. Spock. Ich stelle mir gerade vor, wie der Spock gerade getanzt hat, genauso wie ich. Gott, oh Gott. Wasserfall ist geil, finde ich. So, und jetzt sind wir, glaube ich, das ist die Hauptgebäude. Oh, da ist einer. Zumindest einer hier. Ist vielleicht hier bei Arbeiten. Ich will nur mal den Leuten zeigen, was ihr hier so habt, okay? Ja, danke. Der hat mir gerade gesagt, ich will da reintreten. Aha, im Echtleben wäre so, dass ich nicht mal reingekommen wäre. Er hätte mich gleich erschossen. Ohne zu fragen, wer ich bin. Oder was ich hier mache. Ey, wo bleibt mein Flugzeug, verdammt, denn ich schon vor Stunden bestellt habe. Ich muss mich schon wieder um alles selber kümmern. So. Hier. Wow, warte, 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 warte. Das ist nicht wahr. Ich glaube, ich habe Waffen gefunden. So, Freunde, so viel von dieser Folge. Ich muss mich schon verabschieden. Und ja. Wie gesagt, es wird nicht regelmäßig kommen. Also es wird, die Folgen werden kommen, aber halt nicht mehr so oft, bis ich halt den Partner finde. Aber ja, ich hoffe, es wird so sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.